Liebe KuckuckTV-Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Im Rahmen der Aktion Herzenswunsch 2023 haben die Demenz-Support Stuttgart insgesamt 15 Herzenswünsche erreicht. Davon werden 10 Wünsche erfüllt. Zu den diesjährigen Herzenswunschgewinnern gehören unter anderem Gertrud Biech, Ella Kressle und Rita Geiger aus Ludwigsburg. Sie haben sich gemeinsam einen Besuch in die Wilhelma in Stuttgart gewünscht. Leider haben die drei Herzenswunschgewinnerinnen aus gesundheitlichen Gründen den Ausflug in die Wilhelma absagen müssen. Stellvertretend für sie haben Philipp Scherer, Erich Scheiner und Waltraud Bemtenek den Termin wahrnehmen können. Wir freuen uns sehr, die drei Senioren kennenlernen zu dürfen und sie ein Stück mit der Kamera begleiten zu dürfen. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das heute Morgen erfahren, ob ich mitgehe. Und dann habe ich mich gefreut, weil ich so lange nicht in der Wilhelma war. Ja, das, was ich jetzt gesehen habe, ich habe ja so viel gesehen und die Eindrücke sind schon wunderbar. Bei den Fischen, da war doch sehr viel. Die haben mir sehr gut gefallen. Leider können wir aufgrund der Anzahl der Gewinner und Gewinnerinnen nicht jeden Herzenswunsch mit der Kamera begleiten. Deshalb schicken uns die Gewinner, die bereits ihren Wunsch erfüllt bekommen haben, eine Videobotschaft zu. So auch Erna Weger aus Ravensburg, die sich einen Zirkusbesuch gewünscht hat. Die Vorstellung hat mir sehr gut gefallen. Die Affischen waren einmalig. Ich danke für diese Überraschung. Liebe Zuschauer, das Ziel der Aktion Herzenswunsch ist es, älteren Menschen eine Freude zu bereiten. Und das ist Demenz Support Stuttgart mit diesem Format geglückt. Wir wären nun am Ende unseres Beitrags angekommen. Wenn Ihnen dieser gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie keinen weiteren Beitrag mehr von uns verpassen wollen, aktivieren Sie die Glocke und Sie werden automatisch informiert, sobald ein neues Video von uns online ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.